Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die zweite Antwort auf das Schützt euch vor Salafisten Programm, wo unwissende Jugendliche fehlgeleitet werden sollen. Hier sagt er erstmal, dass die Salafisten sagen, sie würden den Tabi'in folgen. Deswegen erstmal, wenn man mit islamischen Begriffen um sich wirft, dann sollte man wissen, wie die wirklich heißen. Es sind nämlich Tabi'in mit einem Ein und nicht Tabi'in, Tabi'in. Zweitens, er sagt, wir würden sagen, wir folgen den Salaf und reden immer über Istiwa und Yad, also dieses, dass Allah über seinem Thron ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Hand hat. Erstmal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem edlen Buch selber an vielen Stellen, dass er sich über seinem Thron erhoben hat und dass die guten Taten und die guten Worte zu ihm aufsteigen und so weiter und so fort. Und der Prophet alaihi salatu wassalam bestätigt dies in der Sunna, dass Allah in bzw. über den Himmeln ist. Genau das gleiche bei Hand. Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt in mehreren Versen und der Prophet in mehreren Hadithen, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Hand hat. Okay, manche dieser Verse, da könnte man sagen, mit Hand ist Kraft gemeint. Aber in manchen Versen hat es überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel, wo Allah subhanahu wa ta'ala Iblis fragt, warum hast du nicht Sujud gemacht, warum hast du dich nicht niedergeworfen vor dem, was ich mit meinen Händen erschaffen habe. Wenn wir sagen würden, mit Hände ist hier Kraft gemeint, dann würden wir sagen, okay, Allah hat auch Iblis mit seiner Kraft erschaffen, also den Shaitan. Allah hat auch mich mit seiner Kraft erschaffen. Allah hat auch Pharaon mit seiner Kraft erschaffen. Aber mit seinen Händen hat er Adam a.s. erschaffen. Und das ist einer der Vorzüge von dem Propheten Adam a.s. und nicht von den anderen Menschen. Und genau das Gleiche, er sagt, wir sollten den Salaf folgen und so weiter. Er hat ja im Video davor gesagt, man muss einer Mazhab folgen. Deswegen sagen wir, okay, Imam Malik, rahimahullah, sagte, wo er nach diesem Istiwa, nach diesem Erheben über den Thron gefragt wurde, dass dieses nichts Unbekanntes ist. Aber wir wissen nicht genau wie, aber das Erheben selber ist eine bekannte Sache. Istawa ala al-Arsh bedeutet in der arabischen Sprache, er hat sich darüber erhöht, erhoben. Es hat nichts mit, dass er irgendwie, wie manche von diesen fehlgeleiteten Gruppen sagen, dass er sein Reich regiert oder was auch immer. Und das gleiche, Abu Hanifa hat gesagt, wer leugnet, dass Allah über seinem Thron ist, dass dies Kufr ist. Und er hat ebenso gesagt, dass man die Eigenschaft der Hand für Allah subhanahu wa ta'ala bestätigen muss. Und so weiter. Da könnte man jetzt die ganzen Salaf aufzählen, weil von den Salaf hat keiner diese Sache gesagt. Dann sagt er, 95% der Menschen, der Muslimen folgen entweder Abu Hassan al-Ash'ari oder al-Maturidi. Hier sagen wir erstmal diese 95%, woher hast du die? Wahrscheinlich eher von Wikipedia oder von irgendwelchen unauthentischen Quellen, wo auch drin steht, dass Ahmadiyya und Aleviten und so weiter Muslime sind. Zweitens, diese, die sich Imam Abil Hassan al-Ash'ari zuschreiben, sie folgen ihm gar nicht, denn er selber hat am Ende seines Lebens bereut und ist zur Aqida von Ahl Sunnah wal Jama'a zurückgekehrt. Deswegen hier wieder mal ein schwacher Versuch, die Muslime etwas aus der Fassung zu bringen und vor dem wahren Islam sozusagen ihnen vorzuenthalten. Und so wie die Salaf sagten, jeder, der sich zu irgendeiner Gruppierung außer der Sunna zuschreibt, der gehört zu irgendeiner Sekte. Ob man sich jetzt Maturidi nennt, ob man sich Sufi nennt oder was auch immer. Und das Sufi-Video kommt ja auch noch, inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.